Ja, hallo Leute, hier wieder euer Toso mit Let's Play Enslaved und more Info. Ich denke mir ja, dass sich die Entwickler dabei was gedacht haben, wenn sie diesen Max einfach Mankos angedichtet haben. Das heißt, da oben, der Junge, der hat ja irgendwas zu verbergen. Und das werden wir möglich ausweisen. Jawohl. Seht ihr? Ja, aber das nützt uns nicht viel, gell? Wenn der da unten steht. Ah doch. Das heißt, das war's jetzt. Okay, das war die erste Szene, wo ich mir gedacht habe, das müssen wir doch einmal ausprobieren. Okidoki, wir sehen uns gleich wieder. Ja Leute, das ist wieder so eine Nacht, wo mich eine Flasche Stolichnaya noch nicht in den Schlaf gewiegt hat. Und ich denke mir, wir können da einiges probieren. Und eben diese Jungs hier, einmal kurzerhand ohne Fernfeuer auszuschalten. Der da oben gibt keine Ruhe. Ich glaube, da bleibt uns nicht so gut. Auch gleich, wir probieren es einmal. Ja, Leute, es funktioniert. Seht ihr? Oh, oh. Trip, hör doch, komm wieder zu dir. Hörst du mich denn nicht? Der schießt und kann nicht mehr. Ja, armer Teufel. Okay. Wir kommen gleich zur nächsten Szene. Die ist aber, glaube ich, gar nicht so interessant. Wir sehen uns gleich wieder, okay? Aber Leute, hier wird es wieder interessant. Ihr seht den Mac da hinten oben mit dem Schild. Der hat auch einen Manko. Und jetzt ist die Frage, können wir da diesen für uns benutzen? Die einzige Möglichkeit, dort hinaufzukommen, ist über dieses Rohr. Das heißt, wir müssten da über den ganzen Platz laufen und ihn ausschalten. Da drüben haben wir auch noch Munition, die wir das letzte Mal nicht mitgenommen haben. Ein Pumpenkitzler da unten. Und die beruhigen sich auch schon wieder, ja? Jetzt ist die Frage, ob ich so schnell bin, dass ich das für uns nutzen kann. Nein, natürlich nicht, aber... Geh weg. Aha. Aber wir probieren. Der springt. Ja, wir müssen zuerst diesen ausschalten. Okidoki. Haha, die tun, als ob nichts gewesen wäre. Ist ja cool. Na, was ist denn? Das gibt's doch nicht. Das ist ein Spielbug, hä? Oh nein. Ja, geht ja doch. Wo ist er? Also Leute, das geht auch, gell? Also die Jungs von der Entwicklungsabteilung haben sich ja doch was dabei gedacht. Schmeißen wir das Ding weg und gehen zum nächsten. Da gibt es noch ganz interessante Sachen zu sehen, denke ich mal. Wir könnten gleich einmal schauen, ob wir da so einen
Ne, können wir nicht. Okay. Bis gleich. So, Leute, hier sind wir bei der Schlüsselstelle im Straßenkammer. Und der Mac davon hat ja auch ein Manko. Das heißt, eventuell können wir das auch für uns nutzen. Und ich weiß noch nicht wie, aber probieren wir es mal. Ihr seht da vorne das Rohrleuchten, wo wir rauf springen können. Trip, hör doch, komm wieder zu dir! Der Junge ladet immer nach, ist cool. So, und jetzt? Tschüssikowski! Die kommen aneinander nicht vorbei, dass es sowas gibt. Das wird ein wenig hässlich, nehme ich an. Wir werden da kurz einmal... das probieren. Und versuchen schnell, so schnell es halt geht, mit dieser Kamerasteuerung. Jawohl. Die Jungs auszuschalten. Seht ihr, das geht. Und irgendwo marschieren dann die nächsten. Wo sind denn die Jungs? Seht ihr sie? Das kann es doch nicht gewesen sein. Okay, wir sehen uns gleich wieder. Ich suche dir mal, ne? Okay. Seht ihr, Leute, da unten unter der Brücke, da schleicht sich einer durch die Gegend. Und dann können wir von hier ja gar nicht. Nö, das geht nicht. Hahaha. Doch. Einmal. Und ich höre ja dann doch jemanden. Ah. Der versteckt sich permanent. Der folgt mir auf den Fuß. Seht ihr? Aber das ist auch einer mit einem Manko? Wo ist denn der? Dann lassen wir das Ding mal fallen, okay? Aber jetzt müsste er rauskommen eigentlich. Ja, er geht wohlgemut dahin, ja. So. Und den haben wir jetzt auch. Bleib genau da, wo du bist. Ich komm dich holen. Oh oh. Aha. Das wäre fast in die Hose gegangen. Aber der da unten? Wo ist denn der jetzt? Die kümmern sich überhaupt nicht umeinander.
so wie ich das sehe. Gut, dann springen wir mal ein wenig in die nächste Position. Um zu sehen, was da los ist. Da ist er. Jawohl. Ja. Ja, Leute, das müsste es gewesen sein. Wir haben jetzt alle Mechs mit Manko erledigt und sie auch ausgenutzt. Aha. Der Straßenkampf nimmt ja kein Ende. Aber was wir da sehen können ist, die alle sind gut bestückt. Ja, die haben alle nichts. Okay. Die erledige ich einfach so im Fernkampf und das war's dann. Wir sehen uns gleich wieder, okay? Ja, Leute, noch was. Es gibt doch Tanks, die explodieren. Also. Das Datenkreuz, seht ihr, wird rot und löst eine Explosion aus. Aber das sind nicht alle Tanks. Also dieser und da vorne gibt es auch noch welche. Da ist nichts. Okay. Also wenn ihr auf Explosionen steht, schießt auf die Tanks. Bis gleich. So Leute, wir sind hier wieder bei der Windmühle und da drüben auf der anderen Plattform ganz oben, wo wir sonst nicht draufgekommen sind, gibt es ein Halluzi-Ding. Und jetzt schauen wir, ob wir das erreichen können. Das Problem ist, wenn wir dieses Segel öffnen, dann können wir Monkey nicht mehr den Grip nicht mehr den Befehl geben, die Windmühle anzuhalten. Das heißt, wir müssen, bevor wir dieses Segel öffnen, rüberkommen. Und das probieren wir gleich einmal. Na komm. Okay, los! Okay, so ist gut. Und schon sind wir hier, seht ihr? Ja? Also, wohlgemerkt, wenn ihr alle drei Segel geöffnet habt, dann könnt ihr das nicht mehr machen. Also, bevor ihr dieses Segel öffnet, springt drüber und holt euch das Halluzi-Ding. Okay? Alles klar? Und wir sehen uns gleich wieder, wenn wir Odi stilgerecht schlafen legen. Okay? Bis gleich. Ach was, ich zeige euch noch, wie lustig das ist, wenn Monkey hier eine Runde mit dem Riesenrad fährt. Kommt doch echt gut, oder? Okidoki. Wir sehen uns gleich wieder. So, und hier nochmal unser Odi. Mit Maschinengewehr. Und da schauen wir, dass wir diesen jungen Mann endlich einmal stylisch zu Fall bringen. Wir haben da keine Munition mehr irgendwo. Oh!
rechts, Alter. Leider wieder verpatzt. Wir haben noch 6 Schuss und das müsste aber eigentlich ausreichen, ne? So, aber nicht wieder da rein. Komm. Das müsste gehen, ja. Gut, Leute. Also, ich habe euch das letzte Mal nicht zeigen können, aber die Special Moves sind ja wirklich cool. Gut, Leute, das war wieder mal ein More Info Video für Let's Play Enslaved. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ihr könnt damit was anfangen. Das ist natürlich immer nur für die Leute und die Gamer, die das Spiel auch haben und sich dafür interessieren, was man da noch so alles machen kann. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wenn ja, macht ein Abo. Wenn nicht, sagt es ihm nicht weiter. Und ich werde jetzt dann mit Trippi noch ein bisschen quatschen gehen. Angenehme Nacht, euer Toso. Viel Spaß.